Mein Name ist Simone Grünewald, ich bin Art Direktorin bei The Delic Entertainment und momentan in Elternzeit. Wenn ich nicht in Elternzeit bin, versuche ich dort den Überblick über die Grafik zu haben und darauf zu achten, dass alles gut wird. Man hat da so viele Möglichkeiten. Also es ist wahnsinnig schön, wie viel Spielraum einem Games lassen. Also man kann ja, der Kreativität ist keine Grenze gesetzt und man kann auch in vermeintlich künstlerische Richtungen gehen. Also so, da gibt es einfach ein Spiel für jede Art Kunstgenre, die man sich vorstellen kann. Also es ist einfach wirklich, es ist eigentlich die Krönung, was man an Zeichnerischem machen kann und Artistischem. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist Passion. Also wirklich, also es reicht nicht ganz die Idee zu haben, ich möchte Games machen, sondern man sollte sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen. Man müsste wissen, in welche Richtung man möchte. Also so, will ich selbst Spiele schreiben? Möchte ich dahinter die Geschichte erzählen? Möchte ich Charaktere entwickeln? Möchte ich sie zeichnen? Da gibt es ja echt sehr viele Bereiche. Und es reicht manchmal nicht, vielleicht zu sagen, ich möchte nur ich möchte Spiele machen, weil dann hat man nicht so einen Fokus. Es ist wichtig, sich zu fokussieren, weil die Spieleindustrie wird natürlich ein bisschen überrannt und da möchten alle so ein bisschen rein. Also deswegen ist es wichtig, dass man etwas ganz besonders gut kann, was auch wichtig ist für die Spieleindustrie. Und wenn das gegeben ist, dann sehe ich da eigentlich nie Probleme.